Wir sind nun bei der Ecke angekommen und hier machen wir Folgendes. Wir häkeln in die Ecke zwei Stäbchen rein, eine Luftmasche und nochmal zwei Stäbchen in dieselbe Masche. Und dann häkeln wir weiter. Wenn ihr das dann umhäkelt habt, sieht das so aus. Also das ist unsere Kapuze, das ist der Rand. Und wir häkeln jetzt einfach weiter. Der Rand bleibt, nur dass wir jetzt nicht mehr zwei Lagen haben, sondern nur noch eine. Und ihr häkelt jetzt einfach ein Stäbchen pro Masche. Und wenn ihr wieder eine Ecke habt, dann denkt dran, hier oben in die Spitze kommen dann zwei Stäbchen Luftmasche und zwei Stäbchen in eine Masche bei jeder Ecke. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ihr mit dem Rand fertig seid, wenn ihr komplett um die Decke herum gehäkelt habt. So, ich bin soweit einmal rum und bin wieder da angekommen, wo wir angefangen haben. Und jetzt schließen wir das Ganze. Und ich steche durch mein falsches Stäbchen durch. Das ist ein bisschen fummelig. Okay. Jetzt holen wir den Faden und ziehen den durch alle Laschen durch auf dem Haken. Das ist eine Kettmasche. Und wir schneiden den Faden ab, ruhig länger, damit wir genug zum Vernähen haben. Und ziehen diesen durch die letzte Masche durch und ziehen es fest. Und jetzt brauchen wir unsere Wollnadel. Und dann können wir es vernähen. Wir vernähen es auf der Rückseite und gehen jetzt einfach durch die einzelnen Maschen und spalten diese. Bleibt übrigens unbedingt bei eurer Farbe, die ihr gerade habt. Also wir haben ja hier einen hellen Faden mit drin, das heißt, wir bleiben nur in diesem Bereich. Wenn wir jetzt hier rüber gehen, würde man das sehen und das ist natürlich nicht so schön. Darauf, dass es locker ist, schön elastisch bleibt und dann gehen wir wieder zurück. So, an sich habt ihr die Decke jetzt schon fertiggestellt. Ja, so klappt ihr das zusammen. Ihr könnt das Ganze hier auch noch ein bisschen höher ziehen, je nachdem, wie ihr wollt. Also wie hoch man das haben will. Vielleicht will man es auch noch umschlagen, aber an sich wird das so reichen. Und hier würde das Baby jetzt drin sein. Und hier kommt das Köpfchen rein. Und was wir jetzt noch machen, wir nähen jetzt noch einen Knopf dran, damit wir hier das schließen können. Ich habe den Knopf nun fertig genäht. Also ihr seht, wie gesagt, hier das Köpfchen. Und wenn ihr es umschlagt und zumacht mit dem Knopf, dann hält das auch sehr gut. Das sind ganz normale Stiche. Hier einfach nur verknotet, mehr ist es nicht. Und ja, wer keine Knöpfe mag, der kann natürlich auch eine Schnur häkeln oder eine Schnur nehmen oder ein schönes Band nehmen. Es gibt zum Beispiel
Hier sowas könnt ihr auch nehmen. Das sieht ganz schön aus, könnt ihr dann zum Binden, zum Umbinden nehmen. Oder was man auch machen könnte, man könnte hier eine ganze Reihe an Knöpfen setzen, weil ihr habt ja hier, überall jetzt Knopflöcher durch den Rand geschaffen. Und dann könnt ihr dann hier einfach sagen, okay, alle 3 cm oder so setze ich jetzt hier einen Knopf und dann habt ihr eine ganze Leiste, die ihr schließen könnt. Ihr könnt es auch hier oben schließen, wie ihr wollt. Und ja, also das ist jetzt unser kleines Babysäckchen, also unsere Babydecke mit Kapuze. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei beim Nachhäkeln. Lasst uns eure Bilder bei Facebook da. Lasst uns gerne ein Like da, einen Daumen hoch und abonniert den Channel, damit ihr kein Video verpasst. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.